Was genau hat am Dienstag die Explosionen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ausgelöst? Darauf gibt es noch keine klare Antwort. Neue Satellitenbilder einer US-Firma geben aber offenbar Aufschluss über das Ausmaß. Sie zeigen mindestens 7 zerstörte Kampfflugzeuge in einer russischen Militärbasis. Unterdessen meldet die Ukraine den Beschuss von Nikopol im Süden und Bachmut im Osten. Pro-russische Separatisten berichten von einem Angriff in Donetsk. In Donetsk soll eine Brauerei getroffen und dabei giftiges Ammoniak ausgetreten sein. Auch andere Orte im Osten seien nach ukrainischen Angaben beschossen worden. Während die Angriffe weitergehen, hofft die Ukraine, den Krieg bis Ende Herbst beenden zu können. Das sei mit Blick auf die kalten Temperaturen wichtig. Um das zu schaffen, forderte der ukrainische Präsident erneut mehr Waffen aus dem Westen. Die Antwort, wann der Krieg zu Ende ist, hängt eigentlich direkt von den russischen Verlusten ab. Je mehr Verluste die Besatzer haben, desto schneller können wir unser Land befreien und die Sicherheit der Ukraine garantieren. Nach den Explosionen auf einer Militärbasis auf der Krim sollen westliche Satellitenbilder zeigen, dass mindestens 7 russische Kampfflugzeuge zerstört wurden. Weitere Jets sollen beschädigt worden sein. Russland hat bestritten, dass bei den Detonationen am Dienstag Flugzeuge zerstört worden seien.